Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Kollege ist gerade überlassen, ich warte mal kurz ab, ob sich vielleicht meine Festplatte wieder halb abgeschaltet hat. Weil ich eigentlich aufnehmen wollte und dann habe ich doch noch was anderes gemacht, ja, und dann hat sich wahrscheinlich Festplatte mal abgeschaltet. Ah, AlkiDBA, das ist so wie du heißt. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir haben ein neues Outfit. Ich habe nicht mal geguckt, was wir im Inventar haben und habe mal einfach das Beste angezogen, so. Mal Basic Scheiß und ja, ich möchte mit dir reden. Ich habe Y gesagt. Alkibiades. Auf die Götter ist Verlass. Ich wünschte, jemand so schön ist wie ich wäre hier. Und schon kommst du. Servus. Es ist schon fast unrecht, dass wir beide am selben Ort sind. Jetzt müssen sich alle anderen schlecht fühlen. Kümmer dich nicht um die. Die armen Narren haben ihr Schicksal akzeptiert. Die Götter wollten, dass es den meisten an Schönheit mangelt, während wir im Überfluss baden. Du bist ja gut gelaunt. War sicher eine tolle Feier. Gibt es noch andere? Ich habe ein kleines Problem. Es ist ein wichtiger Politiker hier, der dringend nach Hause muss. Aber bei den Göttern, ich bin hier unentbehrlich. Okay. Ich bringe ihn sicher nach Hause. Ja, sicher, genau. Es ist kein schwieriger Weg, aber es kann durchaus sein, dass du ihn tragen musst. Den Glücklichen. Aber warum kann ich über Nacht hier bleiben? Lass ihn doch hier übernachten. Würde ich, aber es ist nie gut, wenn ein Politiker über Nacht bleibt. Ich habe da meine Regeln. Überrascht mich, dass du Regeln hast. Du weißt, wie die sein können. Wollen ununterbrochen reden. Das ertrage ich nur für begrenzte Zeit. Aber für dich würde ich alle Regeln brechen. Mach's mal nicht richtig. Was macht ihn eigentlich so besonders? Tja, es hatte irgendwas mit dem Volk zu tun, glaube ich. Götter, ich weiß es nicht. Du könntest auch fragen, was ich vor 10 Tagen gegessen habe. Was hast du vor 10 Tagen gegessen? Wie kannst du so schnell feiern? Also, feierst du oft? So oft ich nur kann. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Übung, Übung, Übung. Je öfter ich feiere, desto größer die Chance, einen klareren Kopf zu haben als die anderen. Also willst du dir einen Vorteil verschaffen? Bei Verbündeten? Niemals! Wahrlich, lass uns nicht davon sprechen. Okay, machen wir. Ich versuche, den Politiker nach Hause zu bringen, bevor er völlig weggetreten ist. Wunderbar. Bringe ihn zu seinem Haus nördlich des Hafens von Piräus. Du solltest es dort in der Nähe finden. Okay, das ist der Politiker. Ich dachte, das ist einfach irgendein Söldner von... ja doch, ein Söldner oder eine Wache von dem. Vielleicht konnte ich Marcos vorher auch aufs Pferd packen. Ich habe einfach nur an der falschen Position geguckt. Ich weiß nicht, wo hier schon wieder Wachen waren. Deshalb bin ich einfach mal hier links vorbeigeritten. War vielleicht der falsche Weg, wie es scheint. Hier durch. Ja, okay, ist cool. Ah, da kann ich leider nicht mehr lang. Schade. Dann halte ich mich mal hier. Okay, Agora ist ein Platz. Aber ob ich hier Verbot habe, weiß nicht. Warum gehen wir hier lang? Warum nicht? Wohnst du hier nicht? Schickt er mich gerade zu einem falschen Ort? Sicher, dass wir hier richtig sind? Kommt mir nicht bekannt vor. Sieht aus wie ein Armviertel. Warum hast du mich hergebracht? Los, ob er wirklich hier wohnt? Da ist sie! Ah! Ich schieß mit den stumpfen Pfeilen, deshalb. Wir haben noch ein Schwert ausgewählt. Eigentlich aus dem Grund, weil es mehr Damage per Second macht. Ich habe mich ja, ich glaube, letztes Mal gefragt, wieso der einen überlebt hat. Ich habe ihn klar mit dem Schwert kaputt geprügelt, mit dem Bogen kaputt geprügelt, aber halt nur geprügelt. Ist das ein Grund, warum dich jemand töten will? Ich bin Politiker. Könnte alles Mögliche sein. Vielen Dank, Söldnerin. Kein Problem. Okay. Die Quest war interessant. Ich würde sagen, ich gehe einmal kurz verkaufen. Cut das raus, weil es langweilig. Bis gleich.
So, Pause effektiv genutzt, gleich nochmal auf Klo gegangen. Wir haben jetzt die Quest von Alcibiades abgeschlossen. Das haben wir nein, Steinhart. Auch von Alcibiades. Machen wir die als nächstes. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass die hier vielleicht ein bisschen länger ist und dafür nur eine. Aber es sind anscheinend mindestens zwei kleine. Kann auch sein, dass es mehr werden. Aber das ist ja egal, denn ob wir jetzt eine längere oder zwei kleine machen, ist ja eigentlich auch egal. So, wo müsste ich denn hin in die Richtung? Ich glaube nach Norden, aber das wird mir noch nicht markiert. Wahrscheinlich bis weit weg. Ja, dann gehen wir mal dahin. Wissen wir eigentlich, wo sich Cleon aufhält gerade? Also könnte ich ihn jetzt einfach töten? Au. Also es sieht immer sehr gefährlich aus, von irgendwo ganz weit hoch oben runterspringen. Aber zum Glück ist das nicht gefährlich. Ich guck mal kurz, ob ich ihn irgendwo sehe, weil dann müssen wir hier in Attika sein. Also wahrscheinlich noch nicht. Moment, da ist schon Boeten. Stimmt, habe ich noch nicht gemacht. Aber ich könnte schon machen. Also mittlerweile sind wir schon krass overlevelt für ursprünglich Boeten. Ich glaube, es war wie so ein 35 bis 40er Gebiet. Und mittlerweile skaliert es schon hinterher, weil wir schon so hoch sind. Können wir vielleicht auch mal erkunden. Vielleicht mache ich doch den Schlenker über Boeten. Dann wieder zurück nach Focus, wo wir noch die extra Quest haben. Boeten ist natürlich groß, dann gibt es noch extra Quests, ist auch schade. Also mal gucken. Oder vielleicht machen wir erstmal einen Abschied zu Myrene nach Naxos, weil wir Naxos ja schon abgeschossen haben. Aber erstmal will ich so auf jeden Fall Alcibiades machen. Hätte gerade gedacht, er will mich töten. Hallo? Du scheinst immer dann aufzutauchen, wenn ich dich brauche. Ich habe wohl verborgene Kräfte. Oder ich. Kommt es jemals vor, dass du mich nicht brauchst? Guter Punkt. Der Politiker, den ich nach Hause brachte, wir hatten ein bisschen Ärger. Das ist ja furchtbar. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja. Zum Glück haben wir es beide überlebt. Oh, verstehe. Danke, dass du mir Bescheid sagst. Du wirkst enttäuscht. Ich bin nur beeindruckt, dass du euch beide retten konntest. Du hast gesagt, du brauchst etwas? Ah, gleich wieder zum Geschäft. Gut, es ist einfach, wirklich. Du sollst mir lediglich einen Gegenstand von großem ideellen Wert beschaffen. Okay. Wie kann ich ihn finden? Es ist ein Olispus. Würde er auf dem Boden liegen, würdest nicht mal du dich bücken, um ihn aufzuheben. Aber mir bedeutet er sehr viel. Ihn wieder in den Händen zu halten, bedeutet mir mehr, als du ahnst. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass du so sentimental sein kannst. Ich bin viel mehr als ein hübsches Gesicht und wallende, blonde Locken. Zum Beispiel? Blond? Nun, mal sehen. Was, er so graue Haare. Viele vergessen, Haare. Dass ich ein Weise bin. Herikles ist nicht mein Vater. Ich weiß, wie es ist, seine Familie zu verlieren. Ah, das haben wir gemeinsam. Es steckt doch mehr in dir, als ich gedacht hätte. Nun, wo waren wir? Warum holst du den Olispus nicht allein? Du bist erwachsen. Hol ihn doch selbst. Das stimmt. Aber es könnte durchaus sein, dass die Frau, die ihn hat, nicht sehr erfreut wäre, mich wiederzusehen. Was soll das sein? Es muss doch eine Geschichte zu diesem Ding geben. Wenn du den Olispus siehst, wirst du verstehen. Wenn du ihn in der Hand hältst, an deiner Haut spürst, wenn du sein Gewicht fühlst, wirst du verstehen. Woher nimmst du denn Ausdauer? Jedes Mal, wenn wir reden, bist du im Begriff, mit jemandem zu schlafen. Oder würdest gern. Oder bist gerade fertig. War diese Frau die aktuellste? Wer sagt, dass ich mit ihr schlief? Nur eine Ahnung. Wie findest du überhaupt Zeit für was anderes? Überlegene Willenskraft. Es geht um die Nähe, die man nur in diesen Momenten spürt. Wer sehnt sich nicht danach? Okay, ich hole das Ding. Ich hole den Olispus für dich. Es ist möglich, dass die Frau ihn selbst behalten möchte, um mich zu ärgern. Am besten bleibst du ungesehen und beeilst dich. Sie lebt östlich von hier. Okay. Keine Sorge, du wirst ihn bald in Händen halten. Ich nehme an, das ist er. Er besteht aus Steinen. Oh, ich hab ihn schon. Ach, da ist das Prachtstück. Du hast ihn. Ich hatte ihn anders in Erinnerung und auch nicht so groß. Sie wird ihn vermissen. Er hat dir nie gehört, oder? Das war ein Diebstahl. Es ist nicht irgendein Olispus. Es ist ein Familienerbstück und das Selbstvertrauen eines Gatten. Ohne ihn muss er sich auf seine Frau konzentrieren, statt auf das Geschäft. Ich schätze, das dürfte ihr sehr gefallen. Ah, ganz schön gerissen. Er hat ideellen Wert, nur... nicht für dich. Das Einzige, was zählt, ist, dass du den Olispus besorgt und mir sehr damit geholfen hast. Also er lügt eigentlich durchgehend. Und was ist mit mir?
Na, na, eine Hand wäscht die andere, oder? Schließlich gibt es einen Grund, warum du mich nie abweist. Wie wär's, wenn ich dir zeige, welchen Unterschied dieser Olisbos machen kann? Okay. Weißt du, du hast mich neugierig gemacht. Probieren wir es aus. Ich wusste, dass es dich reizen wird. Oh, das war mal was anderes. Oh ja, aber man gewöhnt sich dran. Ich hoffe, du hast recht. Ich hab keine Ahnung, was ein Olisbos ist. Und ich glaube, ich müsste gar nicht mehr wissen. Alkibiades, Kampfhandschuhe. Okay. Steinhart, ist das ein Sexspielzeug? Oh, meine Fresse, noch eine Quest von Alkibiades. Ich hasse mein Leben. Weil ich bin, glaube ich, schon relativ hoch. Ich glaube, der stand gerade 43 dran. Kann sein, dass das jetzt auch mitskaliert. Also wahrscheinlich skaliert es einfach mit. Aber ansonsten wäre es halt so echt schon recht hohe oder späte Quest, die man da macht. Eigentlich nehme ich gerade nur Assassin's Creed auf, weil ich nur ein Part brauche, um den Mai für mich abzuschließen mit Assassin's Creed. Danach ist der Tomb Raider erstmal wieder dran mit aufnehmen. Aber ich habe auch gerade Bock auf das Spiel, weil wir gerade Progress haben und ich mag Progress. Also gefühlt kommt es immer so vor, als hätten wir keine Progress innerhalb des Gesamtspiels. Aber so stufenweise finde ich, dass wir gerade schon Progress haben. Das mag ich halt in Spielen, vor allem wenn ich die aufnehme. Aber langsam mal gut mit der Alkibiades Quest. Wäre schön, wenn er selber auf das Schiff geht und uns einfach nur Tschüss sagen möchte. Na, oh, ich hätte einfach hier wieder gehen sollen. Hallo. Ich habe wirklich diese Kraft. Ich sagte doch, ich könnte dich heraufbeschwören, wenn ich dich brauche. Und nun ist es wieder passiert. Und wofür dieses Mal? Mein Freund hier muss unbedingt zum Heiligtum in Eleusis, nahe der Grenze nach Megaris. Das letzte Stück der Reise über die Grenze schafft er dann allein. Hör auf, deine Kraft einzusetzen. Lass mich raten, eine weitere Lüge? Na, Freunde und Freunde. Von dir helfe ich doch immer gern. Ist der hier auch betrunken? Ganz und gar nicht. Und dieser Politiker war nicht mein Freund. Also zur Sache. Ich soll deinen Freund nur über die Grenze bringen? Ja. Sonst nichts? Vorsichtig, wenn es geht. Meide Straßen, Menschen. Sei unsichtbar. Meinem Freund darf nichts zustoßen. Okay. Ich werde auf ihn aufpassen. Das hatte ich gehofft. Warum ist unentdeckbar? Immer wenn ich etwas heimlich für dich tun soll, stirbt jemand. Worum geht es diesmal? Nicht jeder hat so wunderbare Muskeln wie du für... Nun ja, für alles halt. Manche gehen kämpfen eben besser aus dem Weg. Und mehr verlange ich dieses Mal gar nicht. Aber warum braucht dein Freund meine Hilfe? In der Gegend gibt es viele sichere Wege. Dein Freund schafft das auch allein. Vielleicht. Aber stell dir vor, ihm passiert etwas und du rettest ihn. Stell dir nur vor, wie ich dir meine Dankbarkeit zeigen würde. Warum kommst du mit sowas immer zu mir? Du hast dich als würdig erwiesen. Und ich sehe gern zu, wie du weggehst. Dann brechen wir auf. Er muss zum Heiligtum in Eleusis. Es ist nicht weit, auch wenn es länger dauern könnte als gewöhnlich. Gar kein Problem. Ich bin froh, dass wir nicht übers Meer reisen. Okay. Ich soll einfach hinterherlaufen? Heute sind die FPS so ein bisschen komisch. Sie sollen von den Straßen wegbleiben, wenn sie den Weg folgt, ist mir auch egal, wie lang reiten. Ist gerade nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Wir sollten auf dem sichersten Weg bleiben. Ich habe keine Ahnung, was noch Megaris geht. Hier? Ja. Oh, wir sollen Menschen meiden. Da ist doch ein Mensch.
Warum lebst du noch? Klaus ist mein Pferd? Ich meine, das wäre meins gewesen, aber gut, kannst du das meins ist. Ich glaube, das ist das Heiligtum, oder? Also wir reiten gerade auf dem Heiligtum zu und in 200 Metern würde eigentlich von der Quest her passen, dass es das nächste ist. Wenn wir es, sie hat noch, oder den freuen, dass er scheint ein Weibchen noch weiterbringen soll, ist halt auch irgendwie komisch. Ich tippe mal, wir müssen die jetzt einfach nur noch hier oben abliefern, dann haben wir es auch. Hier sind aber schon noch Wegelagerer, oder? Ist es besser. Ich war schon ganz verschwitzt unter der Kapuze. Du bist eine Frau? Ja, das habe ich direkt gemerkt. Schön, dass es dir auffällt. Alcibiades sagte... Genau, was er sagen sollte. So ist es sicherer. Ich schulde Alcibiades viel für seine Hilfe. Und dafür, dass er dir mein Leben anvertraut hat. Was soll ich eigentlich verraten? Was geht hier vor sich? Ich gab vor, ein Mann zu sein, damit mich niemand erkennt. Ich musste meinem Gatten ungesehen entkommen. Und du vertraust Alcibiades? Niemand entkommt meinem Mann. Schon gar nicht ich. Es war hart. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch ausgehalten hätte. Okay. Lass mich raten. Alcibiades schuldet dir einen Gefallen. Oder möchte, dass du ihm etwas schuldest. Ich weiß nicht, was du meinst. Er hat mich um nichts gebeten. Und es würde ihm auch nicht ähnlich sehen. Ich kenne viele Menschen, denen er ganz uneigennützig geholfen hat. Okay. Schön, dass ich helfen konnte. Richte Alcibiades meinen Dank aus. Ich wünschte nur, ich könnte ihm mehr anbieten. Und dir. Für eure Hilfe. Ich werde euch beide nie vergessen. Okay. Winzige Klinge. Danke für absolut gar nichts. Okay, glücklich bis zum Ende. Nächste Alcibiades Quest. Ich kann seinen Namen nicht richtig aufnehmen. Da habe ich ein Problem. Dann sprechen wir noch mit Alcibiades. Und der Mond zusammen sind nicht so schön wie die Braut, die mir versprochen wurde. Wenn die Götter mir hold waren, dann mit halb geschlossenen Augen. Doch bei ihr haben sie die Augen weit offen gehalten. Über mich redest du nie so. Über mich redest du nie so. Meine süße Söldnerin, solche Worte kann man sich nicht ausdenken. Es war, als würde Apollon persönlich durch mich sprechen. Ach, du hast dich verliebt? Ja, die Hochzeit naht. Und es gibt noch so viel zu tun. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Du stimmst zu, bevor du weißt, worum ich dich bitte. Ich bin sehr überrascht. Mir fehlen noch einige Dinge. Nahrung für eine Opfergabe, ein Ring und ein paar Blumen. Bring sie zu meiner Braut Iris. Sie weiß dann, was zu tun ist. Wieso höre ich zum ersten Mal von Iris? Ich kenne dich schon eine ganze Weile, aber eine Iris hast du noch nie erwähnt. Ich habe vieles noch nicht erwähnt. Und für dich gilt sicher dasselbe. Das stimmt. Was macht sie so anders? Was hat diese Iris an sich, das dich zu, naja, zu dem hier macht? Du bist nicht eifersüchtig, oder? Keine Sorge, sie ist sehr offen. Ich schätze, das gefällt mir vielleicht am meisten an ihr. Ihre Offenheit. Ich muss also Blumen, ein Ring und Nahrung. Wo kann ich Iris finden? Sie sollte am Altar der Liebe sein. Ein passender Name, nicht wahr? Oh, und lass dich von ihrer Schönheit nicht verwirren. Ich glaube, das wäre ein angemessenes Opfer. Hoffentlich wird dieser Schmuck Alcibiades Ansprüchen genügen. Wo ist meine Quest? Attika. Altar der Liebe, nordwestlich der belagerten Ebene. Belagerte Ebene, Norden, Westen, hier. Okay, also ich habe zwei von drei Sachen schon. Ich weiß noch nicht was, ich glaube Blumen und Ehring. Da
dann würde ich erstmal sagen, ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.